Willkommen zu Get Rich oder nicht, Folge 6. Und diese Folge ist Make it or Break it, denn wir haben leider nur noch 85 Euro übrig. Wir sind also wieder ein bisschen runtergecrashed von der letzten Folge. Am Ende hatten wir 81 Euro, haben 4 Euro noch dazu berechnet für Bulk und vor allem Hüllen und Sonstiges, was wir eben als Extras noch da hatten. Und jetzt habe ich meine letzten 85 Euro. Und sollten wir in dieser Folge auch wieder Minus machen, weiß ich nicht, ob es noch eine Folge geben wird oder ob wir eine neue Staffel starten. Ich habe mir aber gedacht, dieses Mal lasse ich den Experten Hacks aussuchen, weil er hat immer ein glückliches Händchen. Und ich habe ein Display selbst ausgesucht und zwar, das wurde sich sehr oft gewünscht, Digimon Hazard, das ist EX02. Das wird es heute geben, bei Get Rich oder nicht. Und dann wollte ich noch zwei Booster von Legendary Duelist Synchro Storm. Und da würde ich sagen, du suchst zwei aus. Das ist das Grüne. Grün? Das? Ja. Bist du sicher? Da ist nur Schmutz drin, aber es gibt eine sehr, 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 sehr teure Karte. Was er nicht gesagt hat, ist, es ist nicht klar, ob es noch eine Folge gibt, wenn der Bruch jetzt geht. Oder ob er nicht einfach aufhört, hier zu arbeiten. Das sehen wir dann. Da hast du noch zwei. Emotional Damage. Und wir sehen uns gleich im Studio und hoffen, dass wir endlich, und wenn es 10 Euro plus sind, wenn wir bei 95 Euro sind, bin ich schon zufrieden. Wir sehen uns gleich. So, wir sind im Studio und wir hoffen natürlich, dass wir dieses Mal nicht den Bruchpiloten machen, sondern dass wir hoffentlich Plus generieren. Und was machen wir? Wir öffnen Digital Hazard von Digimon. Und ich habe jetzt auch Card Market auf dem zweiten Monitor offen, weil ich mich mit den Einzelpreisen gar nicht so gut auskenne. Mir wurde von der Digimon-Community gesagt, das ist ein gutes Set. Es gibt hier sehr, sehr gute, spielstarke Karten. Wir fangen an. Oh, ich glaube, das ist eine gute Promo. Mastemon, das sagt mir nämlich was. Ich glaube, das ist etwas, was die Leute spielen. Da möchte ich jetzt einmal ganz kurz nachschauen. Und tippe die kurz ein. Mastemon aus EX02. Ja, stabile 2 Euro. Leute, wir haben 2 Euro schon gemacht. Fehlen nur noch 800. So, wir packen das Mastemon auf die Seite. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele Packs das sind. Ich glaube, sind es... Wie viele Packs sind hier denn drin? 24? Es steht nirgendwo. Egal. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ja, doch, 24 Booster. Sprich, es ist einfach wie ein Yu-Gi-Oh! Display. Ich mag es nur nicht, wie die Packs aufgemacht werden. Dieses Runterreißen ist sehr, sehr komisch in meinen Augen. Und ich kenne mich leider mit den Karten nicht so gut aus. Lopmon, Growlmon, Strike Drummon, Offensive Plug-In, alles klar. Wir machen Packs mal ein bisschen zur Seite, dann sieht man die Karten ein bisschen besser. ADR 07, alles klar. ADR 04, Ice Devimon, Cesaramon, Shu Chong Wong, Monodramon, wir haben ein Ryu, Akiyama, das ist die Rare. Und hinten haben wir eine Super Rare, das ist Leomon. Das ist nicht der Leomon, den wir suchen, aber wir haben einen Leomon. So, packen wir also die Foils hier auf die Seite und die Commons und Uncommons hier hin und gehen einfach mal durch. So wie ich es verstanden habe, gibt es in jedem Pack eine Rare. Und dann, glaube ich, in jedem Pack auch eine Super Rare. Sagt es mir einfach in den Kommentaren. Also es tut mir leid, wenn ich mich hier ein bisschen anstelle. Mephistomon, das sieht cool aus. Lepramon. Also wenn ihr euch ein bisschen auskennt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Gerade an die ganz, ganz liebe Digimon-Community hier aus dem Laden. Ihr könnt mich gerne... ja, ein bisschen einweihen. Reaper, ebenfalls Rare, weil hier ein R ist. Und hinten haben wir... Ja! Ja! Ich habe den Blastmon gezogen im zweiten Pack. Das ist, glaube ich, die teuerste Karte im Set. Das ist die teuerste Karte im Set. Es ist nicht die Altart aber, oder? Nee, es ist nicht die Altart, aber die geht trotzdem über 30 Euro. Geil! Oh, die sieht so schön aus, die behalte ich. Leute, die geht in meines... Wie heißt das Spiel denn? Wir fangen an mit Digimon. So, wir brauchen Sleeves. Im zweiten Pack, Mann! Yes! Keine Ahnung. Ich wollte aber die Altart, wobei, ich finde die tatsächlich cooler als die Altart. Das ist die Altart. Das ist die normale. Ich finde die eigentlich cooler. Also Bezemon Blast Mode. Davon kommt auch bald ein Deck raus. Da kann ich mir direkt das Deck kaufen und das spielen. Oh, wie schön. Aber jetzt ist unsere Secret Rare schon raus.
im zweiten Pack. Das ist eigentlich nicht so schön. Egal. Wir machen weiter. Pack noch ein paar Sleeves hier auf die Seite, falls wir noch ein paar coole Hits haben. Mir wurde nämlich gesagt, dass man hier drei Altarts ziehen kann in einem Display, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wenn das stimmt, dann haben wir ja noch ein bisschen was zu ziehen. Ne? Der Hornstriker, Labramon, Gorillamon, Pendulumvieh, Deathslinger, War Growlmon, das sieht cool aus, Reaper schon wieder back-to-back und wir haben ein Gilmon, das sieht auch mega süß aus. Also die Artworks sind halt einfach schön und Digimon, ich mach mal die Ärmel hoch, Digimon war früher definitiv mein Liebling, also ich fand Digimon auch viel, viel cooler als Pokémon, was Serie angeht. Aber Digimon hatte halt leider nie gute Spiele. Also es gab ein paar Digimon-Spiele, die cool waren, die ich auch gerne gezockt habe. Und es gab auch ein Digimon-Kartenspiel, was ich auch gekauft habe. Ich habe bestimmt irgendwo noch alte Digimon-Karten zu Hause. Aber es war einfach nichts, was wirklich... Lokomon, es ist einfach eine Lokomotive. bisschen plump ist es manchmal schon. Aber es war halt immer irgendwie hinter Pokémon. Das Gigimon, Kenta Kitagawa, Blue Card und wir haben eine Rare Cyberdramon. Okay, also es ist die letzten zwei Karten sind anscheinend voll und nicht immer eine Super Rare, so wie ich das jetzt gesehen habe. Aber Dominik wird in diesem Video ganz, ganz viele Zahlen aufploppen lassen müssen, weil es wird viele Karten geben, die halt einen Euro gehen, 50 Cent etc. pp. So, Devidramon, Lopmon, Fist of the Beast King. So, ich möchte noch den Leomon ziehen. Das wäre richtig nice. Aber ich habe schon ein Display ausgesucht, was mir sehr Spaß macht. Weil ich... Oh, ich glaube, wir haben was. Ryu Akiyama und... Yes, das ist eine unserer Altarts, glaube ich. Jericato. Ja, hier steht auch ein U. Ich glaube, das U steht für Altart. Oder halt für... was anderes. Aber packen wir auch auf die Seite. Sehr, sehr cool. Dann machen wir hier direkt weiter. Bei Digimon ist leider das Problem, dass es noch nicht so einen extrem großen Markt gibt. Es gibt einfach leider noch nicht genug Händler und Privatpersonen, die die Karten online stellen auf Card Market. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, wenn jetzt zum Beispiel einer die Karte hat und er ist der Alleinige, der sie hat. Dann kann er sie halt auch für 300 Euro reinstecken, ne? Parasitemon und... Hä? Das sind drei? Warum habe ich denn... Achso, das ist ja gar nicht die Holo. Dobermon, weil es ein Dobermann ist. Die sind super kreativ. Und Rika Nonaka ist bestimmt auch eine ganz cool, gute Karte. Ich glaube, die Tamer sind immer nice in Foil. Oh, Mother D. Reaper. Das sieht ja richtig cool aus. Holy shit. Und ich glaube, Galantmon, der hier vorne ist. Ich bin aber mit den Namen nicht so ganz gut. Ist schon ein bisschen lange her. Deswegen werden wir wahrscheinlich eine Mischung machen. Oh, und Galantmon direkt hinten her. Cool, das ist doch Galantmon. Das ist schon richtig so. High-Speed Plug-in D. Aber, oh, Taumon. Den finde ich, also die Digitations-Evolutionsreihe fand ich auch mega von dem Digimon. Terriamon, da ist es doch. Und Ei und Marco. Süß. Gargomon, auch eins der coolsten. Einfach ein Hase mit Jeans und zwei Gatlins. Mega. Einfach mega. Cubimon, auch sehr schön. Gorillamon, weiß ich nicht. Pendulum Feet, da sind nicht mal Füße zu sehen. Ja. Oh, ich glaube, wir haben noch mal was. Oh, da glitzert es aber schön. Deathslinger, Antylamon und. Oh, Dobermon, das ist doch auch eine Altart, oder nicht? Das muss, glaube ich, auch eine Altart sein. Das sieht ja mega aus. Das lieben wir auch. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist bestimmt eine Altart. Ich hätte gerne noch... es gibt den Trainer mit Terriamon. Gibt's noch. Den hätte ich gerne. Der sieht mega, mega süß aus. Oder Leomon mit dem Tamer. Das sieht auch noch sehr, sehr cool aus. Aber das ist ein cooles Set. Ich finde es auch schön, dass man hier mehrere Hits hat. Creep Hands, Horn Striker. Das ist irgendwie jedes Mal drin. Ich glaube, das sind dann wahrscheinlich deren Zauberkarten. Klärt mich ruhig in den Kommentaren auf. Oh, Reapermon, das ist doch auch eine Altart, oder? Das steht wieder ein U. Ich weiß es nicht. Nee, das ist eine Ankommen. Das muss eine Ankommen sein, wenn da ein U ist. Dann haben wir Renamon und
Guard-Roman, sehr, sehr cool. So, Hälfte haben wir durch und wir haben am Ende noch die zwei Yu-Gi-Oh! Booster. Und zwar habe ich mich da für Duelist Synchrostorm entschieden. Einfach mit dem einen Grund, das Set ist absoluter Müll, ist es wirklich. Also muss man einfach so sagen, es ist wirklich ein sehr, sehr schlechtes Set. Aber es gibt eine Karte da drin, nämlich Baron de Fleur, heißt sie auch auf Deutsch, also wirklich eine Blumenbaronin. Die Baron. Oh, Impmon! Oh, das sieht so cool aus. Das ist eins meiner absoluten Lieblings-Digimon. Und Bam! Sakuyamon sieht auch mega aus. Also das Foiling und die Artworks bei Digimon sind schon wirklich sehr, sehr cool. Es lief beides, weil ich liebe Impmon und ich liebe Sakuyamon, beziehungsweise ich finde die Karte sieht einfach insane aus, auch wenn es nur in Anführungsstrichen eine Super Rare ist. Aber es sieht einfach zu schön aus. Und man kann eben die Blumenbaronin ziehen, um auf das Thema wieder zurückzukommen. Und die geht aktuell 70 Euro. 70, 80 Euro, also es ist wirklich eine sehr, sehr teure Karte. Man benutzt sie in sehr vielen Decks als Bossmonster, weil man sie ziemlich einfach bauen kann und sie dann halt eine Negate hat und was vom Gegner negieren kann. Aber sie hat halt nur diesen einen Print. Ergo, teuer. Sehr, sehr teuer. Hopmon, Alice McCoy. Oh, Takato Matsuki. Und ich kann die Packs immer nicht so auseinanderziehen. Oh! Ist der süß! Kalumon! Der war auch in der Staffel. Das war doch auch in der Staffel drin. Richtig, richtig cute. Die liebe ich auch. Die finde ich süß. Vielleicht werde ich ja doch noch Digimon-Spieler. Spätestens wenn das Deck rauskommt. Also davon wird es ein Structure-Deck geben. Wo dann alle wichtigen dabei sind. Wurde mir gesagt, jedenfalls, von Bezelmon. Und ja, wenn man sich dann einfach ein Deck kaufen kann und direkt spielen kann und das auch noch spielstark ist. Ist das doch nice. Das ist das Ding, was mir an Digimon sehr gut gefällt. Tatsächlich, man kann sich zweimal ein Structure Deck holen und damit schon gefühlt jedes Turnier gewinnen. Also klar kann man es noch ein bisschen pimpen, das Deck, und ein bisschen besser machen. So ist es nicht. Utsch. Marine Angemon, auch sehr schön. Und Gulfmon. Okay. Man kann natürlich sein Deck noch pimpen und alles mögliche, aber es gibt so gute Structure Decks oder Starter Decks, wie man es nennen will, von Digimon. Die so spielstark sind, dass man direkt bei seiner Locals mitzocken kann, ohne halt nur aufs Maul zu bekommen, sondern wirklich mitspielen kann. Und das finde ich toll. Das fehlt mir so ein bisschen bei anderen Spielen, beziehungsweise bei Yugi fehlt mir noch so ein bisschen aktuell. Die bringen auch ab und zu mal Henry Wong und noch einen Impmon. Die bringen ab und zu mal sehr, sehr gute Structure Decks raus, die dann Meta sind und gespielt werden können, wenn man sie dreimal kauft, damit man die wichtigen Karten dreimal hat. Aber das ist wirklich, das passiert so selten. Das ist gefühlt einmal im Millennium, dass da ein Deck rauskommt, das man kaufen kann und direkt damit mitspielen kann. Weil es so viele Staples gibt, die man nicht alle in ein Deck auch reindrucken könnte. Und bei Magic und bei Pokémon und sowas und jetzt auch bei Digimon. So, da sind wir wieder. Ich finde es schade, dass es das bei Yugi nicht so gibt, dass es so starke Starterdecks gibt. Und bei anderen Spielen ist das halt so. Bei Pokémon hast du Antilamon, ich habe Antaliamon erstmal gelesen, aber das ist eine Stadt in der Türkei, glaube ich. Ryo Akiyama. Bei Pokémon hast du immer wieder die Kampfliga-Decks, das sind richtig krasse, gute Meta-Decks. Du kannst ja einfach das Produkt kaufen mit 30, 40 Euro und hast direkt ein Deck, mit dem du jedes Turnier bespielen kannst, ja? Du kannst es noch ein bisschen verändern für deine Präferenz und bla bla bla, aber du kannst dir ein Deck kaufen für 40 Euro und das ist direkt gut, ja? Bei Digimon hast du genau dasselbe. Bei Magic sowieso, da kannst du ja ein Commander-Deck kaufen oder sonstiges und hast viele der Staples schon drin und kannst einfach direkt mit dem Commander-Deck auch spielen, mit Freunden und gegen irgendwie ein bisschen stärkere Gegner auch, Gilmon. Und bei Yugi ist es wirklich so, du kaufst dir ein Deck und musst dir noch für 300 Euro andere Staples kaufen, damit du das Deck überhaupt spielen kannst. Das finde ich ein bisschen schade und einerseits, aber cool an den anderen Spielen, weil die den Einstieg dadurch so extrem vereinfachen. Und ich habe zwar noch gar nicht Digimon gespielt, habe ein paar Mal zugeguckt, aber habe es selbst noch gar nicht gespielt. Blue Card und... Ach Gott, ich krieg die letzte Karte nie ab. Oh, die sieht auch richtig cool aus. Sakuyamon. Damn, die sieht nice aus. Diese eine, man sieht das nicht so, weiße Linie. Einmal hier und einmal hier. Alter, die sieht wirklich cool aus. Aber sobald dieses Bezelmon-Deck rauskommt...
würde ich das wirklich mal ausprobieren. Weil so einfach kann man fast gar nicht mehr in irgendein Spiel einsteigen. Für, ich weiß gar nicht, was die Starterdecks kosten. 15 Euro? 10 bis 15 Euro, schätze ich mal. Also teuer sind sie ja nicht. Und wenn man sich das nur zweimal kaufen muss, um das Deck dann aktiv gut spielen zu können, ist doch mega. 30 Euro ausgegeben, dann hast du ein Deck, womit du dann ab und zu mal irgendwie mitdaddeln kannst. Ich will ja nicht, sofort der Allerbeste sein. Cyberdramon und... Was ist es, was ist es, was ist es? Oh Gott, ich krieg die letzte Karte nie ab. Das ist der Dobermann. Dobermann. Ja, Digimon, wie gesagt, Artwork-mäßig sehr, sehr schön. Sehr geile Sachen. Sehr kreativ, in meinen Augen. Und dann hast du manchmal sowas. Einfach ein Dobermann und man nennt ihn Dobermon. Dann doch ein bisschen arg langweilig. Mephistomon, Ground Locomon, Gargomon, Fist of the Beast King. Ist auch ein relativ kleines Set, habe ich das Gefühl. Weil wir immer wieder dieselben Karten sehen. Ice Devimon. Was? Oh, hat sich komisch angefühlt. Kazu Shioda, Rika Nonaka und Bam, Mother D Reaper nochmal. Also das Artwork gefällt mir sehr, sehr gut. Das sieht sehr, sehr, sehr böse aus. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Display gut war, ob wir noch einen Hit haben, ob wir schon alle Hits gezogen haben. Ich weiß es gar nicht. Das ist das Interessante jetzt. Deswegen, also die Zuschauer hier, die sich mit Digimon auskennen, könnten schon sagen, okay, Display ist jetzt schon geplündert, da ist nichts mehr. Andere wissen, nee, da ist jetzt noch eine Altart drin. Ich habe keinen Plan. Ist der süß. Das ist einfach Ja-Mon. Gibt's auch Nein-Mon? Henry Wong und... Krieg die letzte Karte immer noch nicht auseinander. Oh, noch ein Pizzamon! Yes! Aber es ist nur eine Super Rare. Ist der teuer? Ich muss direkt nachschauen. Welcher ist das denn? Bezelmon, die habe ich ja auch gezogen. Die habe ich gerade eben gezogen. Den hier hätte ich gerne gezogen, den Impmon. Mit seinen Trainern. Schade. Nee, ich sehe Bezelmon nicht. Da ist er doch. Der allerechte. Der geht stabile. Der geht 2,50 Euro. Das ist doch super. 2,50 Euro nehmen wir. Boah, ich baue mir ein Bezelmon-Deck. Es reicht mir. Wir fangen hier an. Ich habe hier jetzt schon einen. Ich finde die Altarts tatsächlich gar nicht so schön. Aber Bezelmon will ich unbedingt spielen. Weil da passt, also das ist dann auch der Kleine hier, Yamon und Impmon. Die gehören ja dann alle dazu. Cool. Richtig cool. Ich fand den früher auch einfach cool, weil er einfach Motorrad gefahren ist. Fand ich halt mega. So, dann Pendulum Feed, Optimizer, Saramon, Seramon, Prepants, Gummimon, Taumon. Wir haben, oh, wie süß, ein Teriamon und... Ich krieg die letzte Karte nie ab, Alter. Boom. Ei und Marco. Okay, Ei und Marco. Wir haben noch 3 Packs. Dann sind wir schon durch. Beziehungsweise nach den 3 Packs haben wir noch 2 Yugi-Packs. Aber dann sind wir fertig. Alles ein bisschen weiter nach oben. Devidramon, Lopmon, Growlmon, der Hornstriker, das Plug-in A, der Searcher, Gorillamon. Siehst du, das ist genau das, was ich meinte halt. Das ist dann wieder super unkreativ. Das ist einfach ein Gorilla. Ja, wir nennen ihn Gorillamon. Reapermon, ebenfalls als Ankommen. Ich weiß nicht, ob die was wert sind. Die sehen nämlich cool aus. Da haben wir Renamon, sehr, sehr nice. Und Justimon Blitzarm. Der sieht auch mega aus. Holy shit. Bin ich echt gespannt, was wert ist. Wir haben vielleicht Karten, die super wertvoll sind. Wir haben sie einfach ungesleeved jetzt weggelegt, weil wir es nicht wissen. Aber dann ist das so. Dann ist das so. Was soll man machen? Ne? Mephistomon, Ground Locomon, Plug-in S, die Pendulumfüße, obwohl da gar keine Füße drauf sind, die gruseligen Hände, Alice McCoy, Rapidmon, Gardromon und Takato Matsuki haben wir nochmal. Die packen wir hier auf die Seite und Last Pack Magic. Ich glaube, wir sind aber durch mit unseren Altarts und sonstigen. Secret Rare haben wir ja auch gezogen im ersten Pack, glaube ich, sogar im ersten oder zweiten Pack. Also, das hat sich ja auch erledigt. Vielleicht ist aber jetzt noch was drin. Kargomon, Andromon, Kyubimon, Locomon, Palates Heads, Fist of the Beast King, Gatekeeper, Ice Devimon, Hopmon, Yerikato. Ach, Kalumon ist einfach so süß. Und, oh, wir haben doch noch was. Okay, Marine Angemon wird bestimmt 50 Cent wert sein. Das finde ich sehr schön. Packen wir auf die Seite. Mit Digimon sind wir durch.
Und wir machen weiter mit unseren zwei einsamen Yu-Gi-Oh! Packs. Wir sind ja, also am Anfang des Videos seht ihr es, wir haben 84 Euro ausgegeben. Das heißt, wir haben 1 Euro übrig. Okay? Wir haben 1 Euro übrig und wir hoffen, dass wir Plus generieren. So, wir haben 2 Yu-Gi-Oh! Packs. Edler Ritter Johanna. Geschwindigkeitsfreud Terrorkreisel. Ist es die dritte Karte direkt schon? Nee. Lyriken für Star. Es ist ein Pendelmonster. Geschwindigkeitsfreud Murmelmaschine. Und, also es ist doch die letzte Karte einfach nur. Es ist leider nichts. Einfach nichts. Ich werde dieses Set so lange kaufen, bis wir Baron ziehen. Bis wir die Blumenbaronin ziehen. Das gibt's doch nicht. Kann doch nicht sein. So, dann haben wir hier nochmal einen Vogel. Dann haben wir einen komischen Zauberer. Da haben wir ein Tor. Dann haben wir einen Insektentyp und nochmal nichts. Okay, Yugi hat leider absolut nichts gebracht. Aber nichtsdestotrotz, wir hatten halt nur noch 5 Euro übrig. Was hätten wir machen sollen? Wir zählen die Karten zusammen und dann sehen wir uns gleich zum Resümee wieder. Bis gleich. Leute, wir haben kalkuliert. Kalkulationen sind entstanden und ich pack's nicht. Serge hatte recht, ich habe zwar auch das Display diesmal selbst ausgesucht, deswegen war das auch kein Schmutz, sondern deswegen waren gute Karten drin. Aber wir haben einfach Plus. Wir haben einfach Plus und zwar nicht mal wenig. Ja? Wir haben 84 Euro investiert und haben jetzt einen Plus, beziehungsweise einen Endkontostand von 114,50 Euro. Ja? Wir sind das erste Mal seit 3 Folgen oder so am Stück im Plus. Ich freue mich mega. Vielleicht gibt es beim nächsten Mal einfach nochmal ein Digimon-Display. Das scheint ja wirklich gut zu sein. Ihr habt ja an den aufploppenden Zahlen gesehen. Klar, die Altarts gingen ganz gutes Geld. Aber auch sowas, was halt 8-mal drin war, geht einfach 50 Cent die Karte. Und das ist eine Common. Und die haben wir 8-mal gezogen. Also in 8 von 24 Boostern war die dabei. Und das sind 4 Euro. 4 Euro sind 4 Euro. Das ist ein Booster. Deswegen, Leute, sieht so aus, als würde die Staffel doch nicht beendet werden, sondern wir kämpfen uns langsam wieder hoch. Wir sind über den 100 Euro. Ich freue mich mega, wenn ihr Vorschläge habt, gerade die Digimon-Menschen, weil das Display hat mir jetzt optisch sehr gut gefallen, vom Aufmachen sehr gut auch gefallen. Aber die Karten waren ja value-wise chockgüsel. Deswegen, wenn ihr Vorschläge habt oder ein gutes Display kennt, was wir aufmachen sollten, ja, dann meldet euch, schreibt es in die Kommentare, lasst einen Kommi da, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, haut die Glocke an, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und in diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank für den Tipp. Sergej, ich spendiere dir jetzt ein Eis. Wir sind wieder im Plus und ich gehe jetzt weitermachen. Bis zum nächsten Mal bei Get Rich oder nicht. Ciao, ciao.